Moin, moin. Willkommen zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. Und ja, jetzt geht's ab ins Schiff. Obwohl, eigentlich müsste sie noch was anbauen, ne? Ach, mit dem Wicker. Nee, komm. Ja, du bist ein Stück Scheiße. What can I do for you, Captain? Abheben. Do you know how to install a power regulator? Was? Gestohlen? Nein. Ja, ich weiß, was ich tue. Genau. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Fuck, jetzt müssen wir das noch selber anbauen. Jetzt habe ich Personal. Genau, Parvati, auf Posten bitte. Oh nein, mein Fuß. Oh, nicht gebrochen. What can I do for you, Captain? Abheben, weg hier. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Well then. Energie. Lass uns hier verschwinden. Diese Ruder da unten gefallen mir gar nicht. Aber ansonsten geht's. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Wer ist das? Gut, ich habe schon auf seine, auf eine Nachricht von Ihnen gewartet. Echt, haben wir? Kannten wir den? Aha, ach, der. There you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Nee, bei mir ein bisschen schwindelig, ja. Außerdem kann ich die Zeit verlangsamen. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Hm. Ja, warum brauche ich einen Navigationsschlüssel, um auf dem Planeten zu landen? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kulkelly. Ja, können wir nicht irgendwo außerhalb landen? In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia. And in theory, I suppose you might survive the experience.
Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. Da werden wir bestimmt mal. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. Ja, woher wissen wir, dass wir diese Gladys vertrauen können? Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Okay. Mir gefällt die Vorstellung nicht, mit einer Kriminellen zu arbeiten. Na klar, wir sind selber kriminell. Was hin uns denn nicht einfach da hier abzuhauen? Without a skip drive? Ah, okay. Good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Stimmt, den Sprung. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we can start by reviving the hope. Ja, in Ordnung, dann reden wir mit der mal. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the Captain's quarters. Hm, den holen wir uns nochmal gleich. Nee, wir wissen schon, was ein Holomantel ist. Excellent. I'll contact you once you found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Stufe 8. Ich will mal einen Mantel haben. Wo ist der? Hier ist er auf jeden Fall nicht. Das ist aber ein großer Raum für einen Captain. Mülleimer. Können wir da Sachen reinpacken? Ja. Wollen den ganzen Scheiß nicht mitschleppen. Hier so Reservewaffen. Die Mods packe ich auch erstmal alle weg. Die können wir irgendwann, wenn wir mal geile Sachen haben und die auch mal ein bisschen halten. Aber die Mods sind echt schwer, was man so hat hier. Über 10 Kilo waren allein Mods. Jetzt haben wir den ganzen... Ja gut, die Sachen können wir zum Teil noch gebrauchen. Das können wir verticken. Und das können wir ja so benutzen. Das nehmen wir auch mal lieber mit. Okay. Make yourself at home, Captain. Was ist das? Protokolle. Was? Protokolleintrag 1. Schrumpfstrahler. Warte mal. Erstmal die Nachrichten von dem ehemaligen Captain. Ungelesene, archivierte, gesendete. Mhm. Ungelesen. Von Bedford. Mit der hat man doch auch schon mal gelesen, oder? Wingman. Bedford. Danke. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich? Schussel?
Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeigt sie besser nicht deinen Spacer-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Okay. Ja. Zurück zum Stammverzeichnis. Ich hatte ein oh Gott. Na komm. Müssen wir durch. Liebster Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt, ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens Kommunikationskanäle für der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen. Und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Du derber Individualist, du, ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Wie dem auch sei, dein Treffen auf Terra 2 wird hoffentlich als ertragsreich herausstellen. Ich freue mich schon, regelmäßiger von dir zu hören. Dein bester Freund, Udom. Warte mal. Zum Stammverzeichnis. Nachrichten. Gesendet. Nee. Naja. Ich wollte jetzt nochmal, was er denn noch. Nee, das war das. Alex, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der aus einem Funken Anstand besitzt, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes zu ignorieren. Antworte, bitte. Lieber Alex, Halli, hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Es war mir eine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage, furchtbar. So unzuverlässig. Haha, wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über die Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Rails-Typen. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach nur sagen könntest, wo er sich denn aufhält. Nun, das wäre unserer Freundschaft doch wirklich zugute gekommen, nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Wingman. So, das dann die letzte. Alex, hallo, ich bin's. Udom Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich dein Schiff aus der... Ich glaube, ich habe die falsch rum angefangen, kann das sein? Aus Versehen beschlagnahmen ließ. Also er hat unser Schiff beschlagnahmen aus Versehen. Weißt du noch, meine dummen, dicken Finger hatten nicht einmal wieder was? Verlegenheit verbracht. Ach komm. Jetzt bin ich durcheinander. So. Nimm mal den Mantel. So, wir haben einen Holomantel. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebieten gibt, sofern du über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zur Widerhandlung wird Waffengehalt vergolten.
So. Und nun? Müssen wir runter? Wir haben einen Kampfroboter. Die Sanitärmaschine. Die Robotereinheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer enthält die Buchstaben Sam. Okay, cool. Hier ist ein Müllraum. Foto von Parvatis Vater. Ein streng aussehender älterer Mann mit warmen Augen. Ach, jetzt sehen wir ihn auch. Okay. Ramponierte Werkzeugkiste, voll mit modifizierten Werkzeugen von vermutlich einmaligen mechanischen Nutzen. Unbesehen reinzugreifen, kostet vermutlich ein oder mehrere Finger. Oh, Munition, Munition. Munition, Munition. Was braucht Parvati alles nicht? Die moderne Stahlzange. Und du? Das Buch hat etliche Eselsohren und Kritzeleien an den Rändern. Ja, das Zeug kannst du behalten. Aber Munition wird konfisziert auf mein Schiff. Es ist gerade doch wie ein bisschen... Ach, der Wicker. Oh, nö. Auch hier, Munition braucht er nicht. Was ist denn da? Untersuchung. Wurfball-Sammelkarten. Neuwertig. Die meisten Karten stellen Spieler der Bla-Hammers und ach, irgendwelche Kartengeraffelzeug. Index der verbotenen Schriften. Oh Gott. Ja, hier ist noch leer. Also wir haben noch genug Räume für Personal. Oh. Alter Säbel. Was dich nicht umbringt, gibt dir Tetanus. Hä? Ah, es ist hier wie auf der Serenity hier. Mit der Küche. Oh ne, jetzt essen wir es nochmal drin. Brauche eine Munition, das ist meine Nahrung. Oh, die Lampen sind gerade wieder in, ne? Die habe ich bei Ikea und überall wieder gesehen. So als Deko-Kram. Ah, die Schüssel. Ist dahinter was? Nicht, dass ich wieder was suche und dann wieder nicht finde. Nö, alles du. Alles gut. So. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so richtig was geschafft heute. Ah, das mit der Karte. Oh, sind doch ein paar Planeten. Das ist Labor. Aber wir müssen dann auch Monarch. Cool. Ich dachte, wir würden so auf ein, zwei Planeten landen, dann wäre das Spiel zu Ende. Na, hier kann man wohl nicht. Auf die beiden kann man wohl nicht landen. Typhon und... Eridanus. Olympus sieht auch nicht so aus. Aber wer weiß. Vielleicht kommt das noch. Dann auf zu Monarch. Monarch als Reiseziel festlegen. Achtung, Gefahr. Landeplatz von Kass. Ja, machen wir doch. Ach, wir waren auf Terra 2. Message from Dr. Wells. We'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Auf dem Bildschirm anzeigen. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. Schön. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. So, ich werde mich auf dem Landeweg nach Stella Bay durchschlagen. Sag mir, was du brauchst.
Ja, genau, das war ein Fehler. Yes, Captain. Initiating travel sequence to the Groundbreaker. Ach so, da sollen wir hin. Ach so. Ja, willkommen auf die Systemkarte. We've arrived at the Groundbreaker. Und nun? Gehen wir rüber an Bord. Wähle bis zu zwei Begleiter. Na gut. Nehme ich den Wicker mit. Hoffentlich stirbt er. Weil ich wirklich verstanden habe, dass wir erst woanders hinfliegen müssen, aber naja. Oh, guck mal, der Wicker kann hinfallen. Darum haben wir jetzt bei V auch etwas. Das auffällt. Hatschi! Nichts passiert. Captain. Hey, Captain. Ja, was ist denn? I never thought I'd be able to say that. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson. Ja, was ist mit ihr? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borst and Beans, she could teach me all manner of stuff. Tja, wir können jetzt gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Möchtest du vielleicht von meiner Kuh zu ihrer wechseln? Nee, komm. Wir machen das mal. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Wenn du uns drum bittest. Did you want to talk about anything else before we moved on? Nö, nee, alles gut, wir können weiter. Wahrnehmung. Oh. Mir ist aufgefallen, dass du oft von deinem Vater sprichst, aber nie von deiner Mutter. That's on account of how I never met her. Wieso nicht? She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. It's sensible. Es ist vernünftig. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Ne, wir machen mit Parvati weiter. So habe ich denn hier Leute, wenn ich alleine rumlaufe? Macht da keinen Sinn. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick, I heard you the first time. Wir haben nichts geklaut. Es gehört alles uns. Ach so. Hi. Wie geht's? Stay in the public areas and we'll get along fine. Okay, dann gehe ich da mal hoch. Das sieht ja schon so aus, als ob man hier hoch kann. Und das sieht man aus, als ob man da rüber kann. Da bin ich hier. Aha. Ha! Psst. Ah, das war ein Mülleimer. Ha! Alter, ist der laut. Ha! Auge, Sturmgewehr. Okay. Langwaffe, Speer. Apropos, was hat denn der Horst für eine Waffe?
Immer das Sturmgewehr kurz testen. Oh, ist ja besser als das Zielding, was ich vorher hatte. Macht das mehr Schaden? 196? 98? Ja, macht immens mehr Schaden. Hm. Haben wir das auch geklärt? Kommen wir da irgendwie weiter? Gefährlich. Boah. Ganz viel scheiß Zeug. Okay, hier geht's aber nicht weiter, ja? Da haben wir doch hier schon so einen Geheimgang oder so gefunden. Dialogfertigkeiten plus 5. Minus Rüstung ausweichen. Ah. Das ist aber eine Rüstung für den Wicker, glaube ich. Oh, der kann ja noch was. Gewieft. Oh. ...30% generierte Bedrohung. Das heißt, dass alle eher auf ihn gehen, oder was? Hacken. Oh, da gibt es ja was auf Hacken. Das nehmen wir doch liebend gern. Danke, Wicker. So. Oh, das. Rüstung 10, Dialogfertigkeiten 5. Ja, was soll ich mit diesen scheiß Klamotten? Aber ich mag ihn trotzdem nicht. So. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Ups. Und wir gehen ganz normal hier rein. Bin hier hochgekommen. Ja. Oh, die Person ist weg. Mist, ich brauche von diesen blauen Dingern noch mehr. Ausweismodul. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Das ist gut zu wissen. Also immer Augen auf. Oh, guck an. Gesucht. Penis V. Wells für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Vorstandsentscheidungen inklusive, aber nicht beschränkt auf mehrere oder alle der folgenden. Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung, Verschwörung zu Verschwörung und lizenzierte Ausübung des Arztberufes, Zerstörung von Vorstandseigentum. That's quite the impressive list of infractions. Achso, wir haben Verkaufsautomat entdeckt. Ah. Customs and Inspection, right this way! Customs. Ja, ich komme gleich. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Yes. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably.
Wie bekomme ich das Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, ach, der our typ. Board representative here on Groundbreaker. Ach, Scheiße. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Der wird wissen, dass wir nicht der Captain sind. Das passiert wohl öfter, ne? Just the opposite. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations here. Surely this must be some sort of mix-up. They must have a real big bee in their bonnets, then. Everyone knows you don't trifle with Groundbreaker if you want to get your goods on time. If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty board bureaucrat. A man named Udom Bedford. Ja, ich werde diesen Bedford-Typen meinen Hals umdrehen, ne? Das wollen wir mal gucken. Ja, wir werden das you mal take your starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Dir soll ich einen Gefallen tun. Ich werde nicht deine Arbeit für dich erledigen. Now, hold on, it'll just take a minute. Okay, worum geht's? Wanda Dorset over in sick bay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Was? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Oh. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Tja. Ja, was kannst du mir über diesen Udom Bedford sagen? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Das könnte man ausnutzen. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Ja, wieso können die nicht einfach zusammenarbeiten, die Groundbreaker und der Vorstand? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. Ja, klingt kompliziert. Sounds like, yeah. But from where I sit, it's all coming through loud and clear. They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that is up to you. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Sure thing. Ja, danke für die Info. So. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Be seeing you. So dürfen wir jetzt durchgehen, ja?
Ah, eine Werkbank. Can we talk? Nee. Ach komm, okay. Captain, if I could trouble you for a moment of your time, while we're on the Groundbreaker, I may have an idea for how we could find a translator. Du kennst jemanden, der ein Buch lesen kann? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Ja, das klingt nach einer guten Spur, aber wir können wir ihn hier ausfindig machen? Im Ernst? Nur eine einzige Person in dieser ganzen Kolonie, die Französisch übersetzen kann? The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Hey, der Captain bin immer noch ich, du. Nur ich darf hier klug scheißen. A thousand pardons, my good Captain. I thought we were engaging in witty repartee. Geistiger Schlagabtausch. As far as tracking down this scholar, fortunately, we're in the perfect place to start. This is where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Ja, wie kommt es, dass ein Wicker ein hochbegabter Hacker ist? Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Ach, klingt gut, brechen wir auf. Thank you, Captain. Die eine Frage mit der Passagierliste brauchen wir nicht, weil klar, an der Passagierliste... This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew ship... I mean, the scholar shipped in and out with. Hm. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. Aber hier sind so viele Leute in der Nähe. Fällt das auf? Achso. Das war auch gar nicht rot markiert. Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Graham? Asshole. Könnt ihr weitergehen? Ich wollte hier gerade was klauen. Ach, Idioten. Hier gibt's doch bestimmt auch wieder was. Passt auf. Oh. Ich hänge. Nee, irgendwie gibt's dann doch hier nichts. Oder müssen von hier nach da, von da nach nichts. Da sein können. Stehen da immer noch. Deckarbeiter. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Mhm. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed.
Medienzirkus mit Circus Time Clowns. Die Wurfballpolitik wird immer turbulenter, nachdem die Circus Time Clowns ihr komplettes Team ausgewechselt haben. Als Reaktion auf eine Anfrage erwiderte der Eigentümer die Eigentümerliga, dass das Unvermögen der Clowns, das Finale zu erreichen, ein entscheidender Faktor bei ihrer Umorganisation war. Auf die Strategie ihres neuen Teams angesprochen, erklärte ein Sprecher der Clowns, ihre Strategie sei die gleiche wie immer. Wurfball, Sieg und nochmal. The Board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. This is the Halcyon News, your only source for news in the Halcyon News. Keiner gesehen, oder? Die guckt da irgendwie in eine andere Richtung. Aha, aha. Komm mal dahin. Das Clown ist ziemlich einfach hier in diesem Spiel. Well, well, well. What fine treasures might await us in here? Banditenanführer. Das klingt nach Ärger. Scheiße, Kampfroboter. Oh, fuck. So, das war Parvati. Und Feuer. Ja. Dass es den Wicker umhaut, das war ja klar. Kann ja auch gar nichts, der Typ. Nur hacken. Na, jetzt können wir hier die Tür aufmachen und kommen dann da wahrscheinlich wieder raus. So. Und haben dann eine Schlüsselkarte zum Reparaturhangar. Und rein theoretisch hätten wir jetzt auch ein neues Schiff, oder? Verdammt, ich kann da nicht runterspringen und breche mir wieder die Beine. Ein Ring. Da oben liegt auch wieder was. Uiuiui, was ist das denn hier? Hebebeil? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was ich das war, was ich gerade eingesammelt habe. Aber das Hebebeil ist jetzt nicht so hardcore. Ich will auch ein Kampfroboter. Ich hab schon wieder irgendwas eingesammelt mit irgendeinem so Ton. Was ist denn das immer, was ich da einsammel? Was ist das? Prisma-Hammer. Aha. Joes Waffenforschungsabteilung. Wissenschaftswaffen. Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit deiner Wissenschaftsfähigkeit.
Now, I don't say this lightly, but that is a work of sheer universal beauty. Mm-hmm. Was haben wir denn hier? Protokolle? Entdeckung? Beim Durchstöbern der hinteren Buchten bin ich auf eine ziemlich alte Hammersmith-Kiste gestoßen, die anscheinend vor langer Zeit versiegelt wurde. Mit ein bisschen Muskelschmalz und Entschlossenheit konnte ich sie aufbrechen, aber was ich darin fand, nämlich einen Prototyp-Hammer, hat sich vermutlich verblüfft. Ich wusste nicht, dass Hammersmith tatsächlich Hammer herstellt, aber ich habe ihn ins Labor gebracht, um ihn genauer unter die Lupe zu nehmen zu können. Er strahlt so merkwürdig, selbst wenn ich die Augen schließe, kann ich die Nachbilder noch lange sehen. Mysterium. Ich habe mich ausgiebiger mit dem Hammer beschäftigt. Das Innenleben ist ein wahres Kunstwerk. Thermale, elektrische und chemische Systeme arbeiten alle harmonisch zusammen. Wie ist das überhaupt möglich? Die Waffe ist ein Durchbruch in Sachen Schaltkreise und Ingenieurskunst. Außerdem scheint viele Systeme manipulationssicher zu sein. Sie haben meinen Mund manipuliert. Die Waffe umgibt eine seltsame Energiesignatur, deren Ursprung ich noch nicht ausfindig machen konnte. Die Luft schmeckt nach Kupfer und mir sind mehrere Zähne ausgefallen. Ja, dann kriegt der Wicker die Waffe. Eintrag 3. Ärger. Ich hatte so wunderschöne Träume in allen Farben des Regenbogens, seit ich den Hammer in mein Schlafzimmer aufbewahrte. Aber mehr dazu später. Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Energiesignatur stimmt mit Blondlots schwer nachweisbaren Endstrahlen überein. Was bedeutet, dass der Hammer jetzt 4 elementare Eigenschaften besitzt. Elektrizität, Plasma, Korrosion und Strahlung. Jetzt die schlechten Neuigkeiten. Bei meinem Versuchen, die Selbstzerstörungsfunktion zu deaktivieren, habe ich unbeabsichtigerweise ein kleines Feuer gelegt. Die manuelle Steuerung des Hammers wurde dabei möglicherweise permanent beschädigt. Jetzt kann man die elementaren Modi wohl nur noch wechseln, wenn man sie schwingt. Ich muss bei weiteren Experimenten größere Vorsicht walten lassen. Auslöschung. Eintrag 4. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich in meiner Werkstatt einzuschließen. Alle meine Versuche waren sinnlos. Das ist kein Prototyp. Ich habe nur selbst zu viele Fehler, um seine wahre Perfektion zu erkennen. Der Hammer ist eine Lektion, ein Symbol. Er flüstert mir zu, dass das Chaos über alles herrscht. Aber mit ein wenig Ehrgeiz können wir uns diese Kraft zunutze machen. Wir können Chaos nur in Ordnung verwandeln, wenn wir andere eben in jenes Chaos stürzen. Und das ist eine Lektion. Ja. Schön, dass wir so einen Hammer haben. Wie kommen wir hier wieder raus? Ah ja, da haben wir den Ausgang ja schon gefunden. Ja, ach, hier war eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ja, This is Halcyon News. Ich bin gespannt, was wir hier noch so finden. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ne? Parvati und ich würden mich freuen. Dem Wicker ist das egal. Ist auch ein Arsch. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.